Einen Ball in einen Korb werfen, das kann man auf zwei Beinen oder eben auf gleich vielen Rädern. Beim Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics wird Basketball sowohl für Läufer als auch für Rollstuhlfahrer angeboten. Ein Gedanke, der bei den Teilnehmern sehr gut ankommt. Ich finde es fair, dass es für beide die gleiche Veranstaltung gibt und auch cool, dass es für beide zusammen ausgetragen wird. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass es nicht nur für uns, sondern auch für Behinderte die Möglichkeit gibt, Basketball zu spielen, vor allem auch hier im Rahmen der Veranstaltung. Die Inklusion hört jedoch nicht bei der reinen Austragung eines eigenen Wettbewerbs auf. Beim Rollstuhlbasketball drehen Sportler mit und ohne Handicap gemeinsam ihre Runden auf dem Parkett. Dennis Mese ist zum zweiten Mal in Folge in Berlin und erklärt uns, welchen Reiz der Rollstuhlbasketball für ihn hat. Sich in die Lage der Leute reinzuversetzen, die auch auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und auch zu sehen, wie die so spielen. Der Hamburger ist einer von vielen Gleichgesinnten, die über den Läufer zum Rollstuhlbasketball gekommen sind. Spricht man die laufenden Korbliga darauf an, können sich noch einige mehr vorstellen, demnächst mal im Sitzen zu dribbeln, auch wenn sie mit den Rollis nicht mithalten könnten. Nee, selber noch nicht, aber ich möchte das halt gerne machen. Ich weiß nicht, ich war selber noch nie beim Rollstuhlbasketball selber aktiv, aber ich glaube, nee, da wären wir nicht so gut. Die Sportler mit Handicap werden damit jedoch keineswegs aus ihrer eigenen Sportart gedrängt. Im Grunde sind sie über die geteilte Bühne sogar richtig froh. Wenn es ihnen Spaß macht, sollen sie spielen und ich habe da jetzt eigentlich nichts Wirkliches dagegen. Ich finde das ganz cool. Bei all dem Miteinander sind natürlich noch einige Anpassungen nötig. Daher wurden in der Sporthalle der Peter-Ustinov-Schule noch fleißig Spielzüge gepaukt, während auf den Basketball-Courts von Jugend trainiert für Olympia schon fleißig um Siege gekämpft wurde. Teamspiel will schließlich gelernt sein. Auf dem Parkett spielen Behinderungen keine Rolle. Ja, die verstehen sich eigentlich ganz gut. Es ist ja, wie gesagt, das Team ist jetzt gefragt und dementsprechend Behandlung Rollstuhl, Behandlung Ball und Einzelleistungen sind zwar auch da, aber im Großen und Ganzen ist das Team gefragt. Ob nun auf zwei Beinen oder zwei Rädern, das Ziel bleibt das gleiche, den Ball in den Korb werfen. Welche Mannschaften dies am besten umsetzen, erfahrt ihr hier auf Hauptstadtsport TV an den kommenden beiden Abenden.